Was ist denn der innere Antrieb? Von wo kommt denn der? Ja, ich glaube, der beruht schon sehr früh in meiner Kindheit. Mein Papi hat immer gesagt, wenn du etwas machst, machst du es richtig. Und ich habe wirklich immer alles dürfen machen, was ich wollte als Kind. Meine Eltern haben immer alles unterstützt, und selbst wenn es ein Blödsinn war, haben sie gefunden, die Erfahrung soll sie selber machen. Aber die Botschaft von meinem Papi ist so, wirklich, wenn du es machst, machst du es richtig. Die sitzt, glaube ich, extrem tief. Du hast angesprochen, dass deine Eltern dich geprägt haben. Wie haben sie dich geprägt? Mit ganz vielen Sachen aus dem persönlichen Alltag heraus. Also zum Beispiel bin ich ja geritten und bin Turnier geritten. Und dann beim Trainieren bin ich öfter mal Kopf rein ins Hindernis geflogen. Habe irgendwie zum Maul ausgeblutet und zur Nase ausgeblutet. Und der Papi hat gesagt, Mädchen, aufstehen, aufsitzen, heiraten. Und das war irgendwo extrem früh schon eine Botschaft gewesen, hey, man kann in ein Hindernis knallen, aber dann steht man wieder auf und macht weiter. Das ist zum Beispiel eins. Oder mein Papi hat sehr früh immer gesagt, wenn ich irgendetwas wollte, hat er gesagt, los, du kannst das, du probierst es jetzt aus und wenn es nicht geht, darfst du Fragen kommen. Und das prägt einen, wenn man irgendwo jemanden hat, der einem das Vertrauen gibt, dass neue Sachen, die man in Angriff nehmen will, dass man das kann und dass man den Mut hat, zum selber zu probieren, aber auch das Wissen, dass man jemanden hat, der einem hilft, wenn man dann tatsächlich einmal Hilfe braucht. Das klingt aber schon auch ein bisschen nach einer gewissen Härte. Nein, überhaupt nicht. Mein Papi hat das total liebevoll gemeint. Ich war sowieso ein Papi-Kind und wir haben natürlich durch den Sport und alles extrem viel Zeit miteinander verbracht. Und meine Eltern haben auch auf sehr viel verzichtet, dass ich meinen Sport machen konnte. Und es war überhaupt nicht härtig, im Gegenteil. Es war sehr viel Güte dahinter. Und sehr viel auch etwas auf den Weg mitgeben. Was haben Sie dir mitgegeben auf den Weg? Das Vertrauen, dass, wenn ich anpacke, gut kommt. Der Mut, etwas anzupacken und auch die Sicherheit, dass, wenn es etwas mal nicht geht, wie es sollte, dass ein Auffangnetz da ist, das einem hilft. Und das Auffangnetz, das habe ich übrigens heute noch. Ich habe auch, wenn ich Themen habe, die ich in Angriff nehme, wo ich merke, ups, das wird jetzt schwieriger, als ich gemeint habe, dann habe ich ganz viele Menschen, die ich fragen darf und die ich reden mit und mir auch irgendwo eine Meinung bilden bzw. auch Erfahrungen sammeln. Und für das bin ich extrem dankbar, dass ich so viele Menschen habe, die sich auch an meinem Leben beteiligen und mir auch zwischendurch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und ich aber dann immer weiss, aus all den Informationen, die ich da bekomme, darf ich am Schluss machen, was ich für richtig halte. Es klingt nach einer sehr liebevollen Erziehung. Das ist es so, ja. Ja, meine Eltern waren extrem liebevoll. Und eben, wie gesagt, sie mussten auf sehr viel selber müssen verzichten. Und irgendwo, meine Kinder, wir haben irgendwann, glaube ich, immer alles bekommen, was wir uns gewünscht haben. Wir mussten einfach zum Teil lange darauf warten. Oder lange auch dürfen darauf warten. Aber dafür ist dann die Freude, wenn es jetzt gerade um ein Geschenk gegangen ist, ist dann umso grösser gewesen, wenn man es dann auch einmal bekommen hat. Oder wenn wir irgendwo hin wollen gehen, ja, dann ist irgendwann, wenn es möglich war, sind wir gegangen. Und das haben wir gewusst. Wir haben nicht mehr gewusst, es ist nicht gerade sofort möglich. Aber wenn es möglich wird, dann dürfen wir gehen. Deine Eltern haben keine Erwartungen mit dem verknüpft? Das ist eine gute Frage. Ich habe es nie so empfunden. Ich habe es wirklich nie so empfunden, aber ich glaube, wenn man Tiere hat und wir haben Tiere gehabt, die wir wirklich von A bis Z immer selber geschaut haben und am Papa war es immer wichtig, dass wir diesen Tieren wirklich auch gut schauen. Und natürlich habe ich
zum Beispiel jemanden müssen in den Stall, wenn ich lieber anders gemacht hätte. Da war die Erwartung schon da, dass ich mich wirklich dafür beteiligen zum auch können haben, wenn ich dann dürfen haben. Die Erwartung war, glaube ich, schon da gewesen, aber die ist nicht als Druck übergekommen, sondern einfach auch als Beteiligung an der Gemeinschaft. Aber als Kind oder als Jugendliche könnte ich mir schon vorstellen, dass du auch mal keine Lust gehabt hast, dich um die Tiere zu kümmern oder dass etwas anderes wichtiger war. Ist das nie der Fall gewesen? Doch, ich wäre unglaublich gerne in die Pfade gegangen. Und das ist wie einfach nicht hineingelegen. Und all meine Freunde sind immer am Samstag in die Pfade. Und ja, mit den Tieren und dieser Verantwortung, die ich halt schon als kleines Kind dann auch hatte, ist das wie nicht gegangen. Und das ist so aktiv wirklich das Einzige, wo ich mich mag erinnern mag, dass mir das meine Eltern wirklich einfach verboten haben. Aber nicht, weil sie nicht haben wollen, dass ich in die Pfade gehe, sondern weil sie einfach mehr die Weisheit hatten, schon zu wissen, dass es nicht auch noch wird gehen. Als Kind war das schwierig zu begreifen, vor allem, wenn alle Freunde dann gehen.